Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Episode Lego Marvel Super Heroes 2. Heute sind wir unterwegs mit Team Star-Lord. Irgendwas muss da in der Höhle der Drache. So, Hala, Kree-Domäne. Glaubt ihr, die geben uns den Nexosplitter einfach so mit, wenn wir nur nett genug fragen? Ich glaube eher nicht, aber man weiß ja nie. Es geschehen ja manchmal die verrücktesten Dinge. Wenn du mich fragst, geschehen gerade jetzt und hier die verrücktesten Dinge. Ja. Weil so verrückt ist das alles hier ja gar nicht. Ist ja nun mal wieder ein Superschurke, der irgendwie versucht, die Welt zu manipulieren. Ich habe ein Verbrechen entdeckt, das in deiner Nähe stattfindet. Wenn du nicht so beschäftigt bist. Doch, sind wir tatsächlich. So. Okay, seid ihr bereit? Schön lächeln. Hallo Leute, dürften wir wohl bitte kurz... Wahrscheinlich nicht. Schätze nicht. Wie es aussieht, hat der diplomatische Ansatz versagt. Ja. Bestätigt die Annahme, dass sie dort etwas Wichtiges haben. Stimmt ja. Hier. Hier ist er. Anscheinend haben unsere Feinde etwas zurückgelassen, das uns nützlich sein könnte. Ja. Natürlich. Jetzt, wo wir Star-Lord spielen, dann kommen auch diese ganzen Dinger wieder. Ja, der Sieg ist unser! Okay, okay. Langsam, Großer. Langsam? Langsam? Wir rennen jetzt rein wie Flash. Ah ne, Quicksilver. Wir müssen ja beim MCU bleiben. Oh, ja. Nachrichten schlafen nicht und ich auch nicht. Nee, und überhaupt nicht. Diese Nexosplitter müssen auch schnell ein. Ich schlafe aber auch nicht. Heimdall hat einen Herrler entdeckt, den Kree-Sektor von Chronopolis. Und wer wäre besser für eine Mission gegen außerirdische Wirrköpfe geeignet als die Guardians of the Galaxy? Sie sind spät eingetrudelt und einer von ihnen ist nur ein besserer Zweig, aber sie haben echt die richtige Einstellung. Wer weiß? Vielleicht bemerken diese widerlichen Kree ja gar nicht, dass sie den Splitter haben und lassen Gamora und die anderen ungehindert passieren. Die Hoffnung stirbt zuletzt, oder? Sie stirbt zwar zuletzt, aber sie stirbt. Jetzt nur noch den Nexosplitter finden. Wo kommt ihr jetzt her? Wir mussten ein Verteidigungsdingens zerstören. Haufenweise Laser und Explosionen. Psst, ich versuche hier zu lügen. Das Kuchenbuffet bleibt unser Geheimnis. Konzentration. Wie ist der Plan, Peter? Naja, ich dachte, wir schleichen uns rein und... Ich bin blind! Komm runter, Trottel. Es ist nur dunkel. Ja, ich bin auch blind. Warum ist die Beleuchtung denn plötzlich so romantisch geworden? Der Strom ist wohl ausgefallen. Seht euch um, vielleicht können wir das irgendwie beheben. Ah, ich sehe mich um. Wir schleichen uns rein. Ernsthaft? Ja, muss das wirklich sein? Na komm. Ich bin daneben. Diese Brennstoffzellen sind anscheinend an der falschen Stelle. Das erklärt den Stromausfall. Schätze, dann müssen wir sie wieder einsetzen. Oh Mann, als Kind war ich bei solchen Spielen immer gut. Ja, im Prinzip ist es ja ein sehr einfaches Spiel. Einfach nur das Ding zurück in Farbe. Hätten wir geschafft. Strom läuft.
bitte? Was sind das für Dinger? Das sind Sentries, hochentwickelte zweibeinige Automaten, die Kree im Kampf einsetzen. Was? Riesige Roboter, die schießen können. Ha, wie cool. Ja. Okay, dann werden die zusammengebaut. Die Schwebebahn ist ja auch mal nice. Okay, ziemlich viele Kree. Haben wir noch gut was vor uns. Ah, hier müssen wir Geld sammeln. Wir schleichen uns hier rein. Also ganz leise sein. Hier unten brauchen wir Iron Man für. Okay. Hier brauchen wir Iron Fist. Den haben wir jetzt hier nicht dabei. Ich gehe wieder eine Seite nach oben. Okay. Da brauchen wir wahrscheinlich Dr. Strange hier. Ja. Alle Truppen werden hiermit informiert, dass wir ungebetene Gäste bekommen haben. Ronin, in der Ankläger. Zu werden. Eliminiert sie umgehend. Okay, kriegen wir hin. Jetzt wissen sie also offiziell, dass wir hier sind. Wenigstens müssen wir jetzt nicht mehr leise sein. Okay. Wenn ich wollte, könnte ich sehr wohl aufhören zu reden. Konzentriert euch. Wir müssen Ronin finden. Ich bin sicher, dass er den Nexus-Splitter bei sich hat. Die Feiglinge setzen Laser ein, um sich zu schützen. Ich hoffe mal, die haben den Film Ronin genommen. Es gibt immer einen Weg. Vertrau mir, es gibt kein Sicherheitssystem, das ich nicht knacke. Wurdest du nicht ungefähr 30 Mal festgenommen, Quill? Ja, heißt ja nicht, dass er... dass er nicht schlecht im Knacken von Sicherheitssystemen ist. Und ich meine, da er noch da ist, sieht es ja so aus, als ob er gut im Knacken wäre. Würde ich mir jetzt so ganz stark behaupten. Okay, ist der nie braucht Superhilfe. Okay, hier brauchen wir einen zweiten Tür. Ja, wir gehen sofort da unten weiter. Ich bin nur gerade ein bisschen sehr statsüchtig. Ah, das ist man von mir schon gewohnt. Komm, machen wir hier schon mal den Bösen weg. Was brauchen wir hier? Drax. Heißt, wir müssen Drax rüberholen. Hey, mal, ja? Oh. Tut mir leid, Stanley, wir haben niemanden, der Feuer löschen kann. Captain America ist gerade im Urlaub. Das ist ja wieder typisches, ne? Die Welt geht unter und Captain America ist im Urlaub. Ich bin Groot. Zack. Ah, jetzt kommt Groot wieder zurück. Der soll doch nicht zurückkommen. Der sollte sich eigentlich verwandeln. Egal. So, klein Groot hat viel gekriegt.
Da muss Red's Rocket dran. Ich bin Groot. Oh, da haben wir Groot umgehauen. Tut mir leid, kleiner Großer. So. Ihn einmal kurz reparieren. So. Na, was meint ihr? Mal sehen, ob die Laser da durchkommen. Dann kommen wir hier rauf. Warum lande ich nur immer wieder in der Patsche? Dann holen wir mal die anderen beiden. Ich brauche Hilfe! Superhilfe! Was soll denn das? Holt mich hier raus! Was soll denn das? Wo sind denn die anderen beiden hin? Ach toll, weil die jetzt da draufstehen. Hey. Ist das jetzt ein Bug? Ich brauche Hilfe! Superhilfe! Ich kann tatsächlich nur zwischen den drei hier wechseln. Und Groot kann das Ding nicht schieben. Warum lande ich nur immer wieder in der Patsche? Groot kann das Ding nicht schieben. Den kann ich nicht umbringen, oder? Ja, auch, aber da kommt der. Kommt denn da wieder? Dann machen wir das so. So, der ist schon mal ausgefallen. Mich hier raus. So, dann ist der auch schon mal weg. Mann. Aber da habe ich jetzt echt einen kleinen Moment Nervenflattern gekriegt. So, da brauchen wir jetzt einmal Drax für. Was haben wir denn da? Rocket brauchen wir. Ich bin damit nicht vertraut. Nennen Terraner das nicht Basketball? Nö. Ah, fast. Mussten wir die Pressen denn unbedingt ausschalten? Wir hätten ihn doch ausweichen können. Vielleicht hättest du das gekonnt, aber ich möchte nicht zu Brei werden. Ja, du hättest rüberfliegen können. Warum hättest du dich in Babynahrung verwandelt? Das ist eine Redewendung, Drax. Warum nimmst du immer alles für bare Münze? Bezichtigst du mich etwa des Diebstahls? Ja. Tschüss, Groot.
Wir brauchen Captain America. Wie gesagt, der ist im Urlaub. So, da brauchen wir Groot. Mal sehen, wo ist denn Groot? So, einmal kleiner machen. Dann passt er auch. Und, tada! Einmal Tür öffnen, bitte. Ha! Prima, großer! Oder, kleiner. Ich bin Groot. Gut gemacht, mein Baumfreund! Ich bin Groot. Hier stimmt was nicht. Holen wir den Splitter und dann weg. Tochter des Thanos, geziemt sich das für den Hochadel? Du treibst dich zu lange mit diesem Diebesgesindel herum. Ronan, Diebesgesindel klingt etwas gemein. Wir möchten nur ein winzig kleines Stückchen Kristall ausborgen. Schweig! Dieser Splitter wird von der Energie des Nexus gespeist. Mit dieser Macht führe ich meine Heere gegen Kang. Er wird für das Umsiedeln der Kree bezahlen. Echt jetzt? Warum haut er immer alles in den Hammer? Lassen wir es ihm. Vielleicht sollte ich dich gehen lassen, Naga. Aber andererseits sind meine Hunde ausgehungert, weil sie schon okay. So lange nicht gefüttert worden sind. Süßhunde. Glaube kaum, dass die Süßigkeiten mögen. Bezweifle ich auch. Aber kannst ja mal probieren. Ihr lächerlichen Plagegeister seid angeklagt, weil ihr euch mir in den Weg gestellt habt. Nun bekommt ihr mein gerechtes Urteil zu spüren. Eure Knochen werden ein hervorragendes Spielzeug für meine Hunde abgeben. Hat vielleicht zufällig jemand ein paar Leckerlis für Roboterhunde dabei? Leider nicht. Wo ist Cosmo, wenn man ihn mal braucht? Spielt nicht mit eurem Essen, meine Schoßhündchen. Schnappt sie! Hey! Mir fällt gerade auf, dass wir einen Baum bei uns haben, der uns hilft, gegen ein paar Hunde zu kämpfen. Ja, das ist dann wohl ausgleichende Gerechtigkeit, was? Ich befürchte, diese Hunde bellen und beißen trotzdem. Ja. Oh, Gamora, du hast ja Humor. Haha, so stelle ich mir das vor. Komm zu Papa. Ein Waschbär gegen Hund. Oh. Echt jetzt, da kommt jetzt zum Teil von der Decke geflogen. So, der Hund ist hinüber. Der hat noch voll Energie. Ah, hier würde ich ganz gerne mal meine Musik aussetzen. Der Hund lässt mich natürlich nicht. Echt jetzt? Echt jetzt? Blödes Viech. Wow. Das lohnt sich also nicht. Da müssen wir den Hund auf die Altmäusche besiegen.
Ich bin unverschämt. Travel. Nein, Talos. Ich höre an. Ich muss euch euer Urteil. Travel und Talos. Wollen wir nicht nochmal darüber reden? Okay. Wie wär's mit Revanche? Dieses Mal wird dich kein Tänzchen retten, Quill. Oh, wie süß. Ich spiele sogar für Guardians of the Galaxy an. Der gnädige Hammer der Gerechtigkeit wird auf euch niedergehen. Mann. Ja. Hab ich verdient. Den kann man nur hauen. Bringt das Schießen auch nichts. Dann nehmen wir mal. Ja, komm hier. Das Baby kriegt das hin. Zack. 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 Au. Haben wir denn noch was? Ja, da kommen immer mehr. Der hat sich einfach um keinen seiner Leute gekümmert. Okay. Achtung, Quill! Besiegt. Schleichmission erfolgreich. Genau, ein echter Präzisionsschlag. Ja, sehr erfolgreich. Hat keiner gesehen. Okay. Mysteriöse Stimme hat gerufen, haltet ein und ja. Kree und Sentry. Ein Kree Sentry? Wo? Ja, tatsächlich haben wir jetzt noch ein bisschen sehr viel Zeit übrig. Ist das schön. Da haben wir doch schon mal ein paar Charaktere zusammen. Währenddessen. Du Verräter, Maximus. Komm, Lockjaw, kehren wir zurück. Ach, echt? Als ob es das erste Mal wäre. Gefällt mir nicht, Medusa. Erst mit unserem Königreich Attilan hierher versetzt und dann diese Eroberung. Wir müssen in unserem eigenen Königreich herumschleichen. Sag, Triton, ist es wie wir dachten? Noch schlimmer, Hoheit. Die Kree konnten uns angreifen, weil unser Schild von innen deaktiviert wurde. Wie? Verzeiht, König Blackbolt, aber ich soll euren Bruder Kree-Truppen anführen. Gut. Die Sicherheitssysteme des Palasts sind deaktiviert. Du musst deinen Bruder wohl zur Rede stellen. Statten wir dem Thronsaal einen Besuch ab? Klingt gut. Ja, Team Black Bolt, Team Thor. Können wir uns nicht aussuchen. Wobei ich den Humans eher ungern mag. Darf ich nicht verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zum Palasteingang. Triton und Crystal haben die Türen bestimmt bald geöffnet. Stoppe das Verbrechen, das jetzt gerade über die Bühne geht. Ja, ist ja schön. Und du kannst einen tollen Preis gewinnen. Der Preis ist Zufriedenheit wegen einem gut gemachten Job. Genau wie sonst auch. Tut mir leid. Der hilft mir doch gerne. So, und das sind alles Inhumans, was hier rumrennt.
war knapp. Ja, sie kämpft mit ihren Haaren. Das wird sie lehren, sich nicht mit uns anzulegen. Zack. Da vorne müssen wir hin. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich würde sagen, in der Zwischenzeit könnte man ja rein theoretisch hier einmal als Iron Man. Kurz und knapp einmal nach Manhattan Noir, weil da hatten wir ja da schon J. Jonah Jameson gefunden. Irgendwo da. Und er hat ja eine Aufgabe für uns, die können wir mal eben so schnell machen. Oh, wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das anders. Wir ärgern ihn noch ein bisschen mehr. Lass dich nicht stören. Ich bin nur von dem Spider-Man. Aus der Nachbarschaft. Hey, hier drüben. Ich habe eine Aufgabe für dich. Da ist er auch schon. Ja, komm hier. Hey, hier drüben. Ich habe eine Aufgabe für dich. Höchste Zeit, dass du aufkreuzt. Ja. Die nächste große Titelseiten-Story des Daily Bugle ist fertig. Und wir brauchen noch jemanden, der das Foto dazu macht. Und zwar zack, zack. Nun, das ist eine brandheiße Story. Jo, das kriegen wir hin. Ich erwarte dir die Details nur, wenn du den Job annimmst. So. Bist du da noch rum oder wirst du dein Foto, Handy oder was auch immer zücken und das für mich erledigen? Gute Antwort. Ja, wir können unser Smartphone zücken, das ist kein Problem. Gut, ich erkläre dir gleich mal, was ich von dir brauche. So ein Kerl aus so, Dakar, zack, zack, Ureinwohner, zack, zack. Ein Käfer, versucht einen Weltrekord. Die meisten um Kangs Zitadelle geschwommene Runden. Ziemlich dämlich, aber Nachrichten sind Nachrichten. Besorg mir ein Foto. Verstanden? Komm nicht ohne das Foto zurück. Okay. Den hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer Folge gehört. So, das ist Kangs Zitadelle. Das heißt, er müsste ja hier irgendwo seine Runden schwimmen. Jetzt nur die Frage, wo ist er? Weil wir müssen uns ja auch irgendwo hinstellen und das Foto schießen, ne? Da ist er. Da ja, sieht mir doch noch einen guten Spot aus. 98. So. Oder war das 97? Habe mich verzählt. Genau im Fokus. Perfekt. Zack. Ich hätte hier jetzt ein paar Filter reinhauen können oder sowas, aber wozu? Ist er nur für den lieben J. Die sind übrigens sehr intelligent mit Namensgebung. Also sein Sohn heißt J. Jonah Jameson Jr. Was? Du hast vergessen, was du tun sollst? Sperr die Ohren auf und pass diesmal auf. So ein Kerl aus... Das soll's sein? Furchtbar. Ich hätte mit geschlossenen Augen ein besseres Bild zeichnen können. Die Hände hinter dem Rücken und mit einem nassen Fisch statt einem Stift. Aber sonst sehe ich hier in der Gegend keine anderen angehenden Fotografen, also muss das wohl genügen. Jetzt raus hier, wo ich mir anders überlege. Komm später und was mit der Bezahlung? Vorbei, dann habe ich vielleicht wieder was für dich zu tun, falls du interessiert bist. Wir haben J. Jonah Jameson freigeschaltet. Ja, falls er verzweifelt ist. Was soll er denn auch machen ohne Peter Parker? Da ruft man dann halt mal die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. So. Aber ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Ne?
ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.